Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu GamingTube, eurer interaktiven Gaming-Community. Ich bin Atritaldo und ich begrüße euch herzlich zurück zu Let's Play Resident Evil 4. Das erste, was wir hier tun können, ist überprüfen, dass es hier stinkt und dass da oben ein Pendant hängt. Was ihr tun könnt, ist jetzt hier... Wie war denn das hier mit der... Hier hinten könnt ihr die... Ding zerschießen. Damit könnt ihr jetzt den Pendant runterschießen und den einsammeln. Sehr, sehr gut. Irgendjemand hat uns bemerkt und ist jetzt auch auf dem Weg zu uns. Hallo. Was er natürlich gar nicht mag. Und auch ihn hier können wir ohne größere Probleme erledigen. Und ihr seht, hier liegen noch eine Menge Eier rum, die ich auf jeden Fall alle gerne einsammeln würde, denn Eier sind super nützlich. Ah, da ist eins. Am Despawn ist es weg. Dann will ich wenigstens noch das hier haben. Ihr seht, die werfen mittlerweile schon mit ihren Waffen. Das bringt ihm aber gar nichts. Und ihr seht, die halten jetzt mittlerweile auch schon den einen oder anderen Schlag mit dem Messer aus. Das ist aber nicht das Problem. Denn Messerstiche können wir unendlich viele ausführen. Ich sehe mich jetzt hier mal ein bisschen um, denn hier gab es noch eine Menge Items zu finden. Hier gab es in der ursprünglichen PS2-Fassung auch einen sehr coolen Glitch in dem Gebiet hier. Müsst allerdings sehr aufpassen mit dem Glitch, denn ihr konntet hier einen Gegenstand einsammeln, der das Spiel crasht. Ja, hier ist eine stinkende Jauche. Mit der können wir nichts anfangen. Allerdings habt ihr vielleicht schon gesehen, hier hängt so die eine oder andere Medaille. Und ihr könnt die natürlich abschießen. Kriegt ihr auch nur 1 von 15. Und die werden wir auch auf jeden Fall noch alle einsammeln, denn die haben einen super coolen Vorteil. Zuerst mal kann man den hier schön sehen. Schon, ich krieg den, auch wenn ich hier ein bisschen am Rumzittern bin mit meiner Knarre. Ist das von der Seite hier wesentlich einfacher. Auch hier eine Kiste. Mit Peseten en masse. Also Geld haben wir, Geldprobleme gibt es hier sicher keine, denn man kann hier in Resident Evil echt ganz einfach... Ich meine, das Geld liegt auf der Straße, indem man die... Wenn man Leute tötet, natürlich. Hier, Nachricht in Blau. Blaue Medaillen. 15 blaue Medaillen. 7 auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Diejenigen unter euch, die 10 oder mehr zerstören, werden belohnt. Der Rest ist nicht lesbar. Wunderbar, haben wir eingesammelt. Freuen wir uns drüber. Da hinten ist ein Ei, das ich gerne auf jeden Fall auch noch haben möchte. Natürlich ist es mir jetzt gedespawnt und dann habe ich auch noch meine Knarre leer. Also das ist ja hier alles super professionell. Da kommt noch einer. Auch er hier wird sich super freuen, wenn ich ihm ins Gesicht geschossen habe. Vor allem, wenn ich zweimal daneben geschossen habe. Noch viel besser, ne? Und, mein Freund, ich werde dich aufschlitzen. Aufschlitzen werde ich dich. Und das aufgeschlitzt. Ihr denkt euch vielleicht jetzt im Moment gerade, ja, der ballert hier rum und messert hier jeden Einzelnen. Der ist über uns. Dachte ich eigentlich. Ne, hier ist er doch. Da wurden wir jetzt schön... Vergiss es, mein Freund. Da wurden wir aufs Kreuz gelegt. Jetzt haben wir aber ihn aufs Kreuz gelegt. Muss etwas aufpassen. Ich will hier nicht zu viel aufs Kreuzbrett bekommen. Dann sehen wir uns hier noch ein bisschen um, denn in den Schränken finden wir weitere Edelsteine. Sehr schön. Das sind Gegenstände, die ihr dann später gegen Geld verkaufen könnt. Denn ihr seht ja, wir kriegen hier eine Menge Kohle. Immer alles untersuchen. Hier liegt noch mehr Geld. Auf dem Bauernhof brauchen sie die Kohle natürlich unbedingt. Mehr Kohle. Und mehr Kohle. Also, ich sag ja, es ist gut zum Reich werden. Dann klettern wir hier mal hoch. Und den Typen haben wir ja schon getötet. Der ist ja zu uns runtergesprungen. Ganz kluger Mann. Und hier finden wir Pistolenmunition. Sehr schön. Da haben wir nämlich auch gut schon was verballert. Wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen umsehen. Finden wir erstmal. Da unten ist der. Friedhofteil auf dem... Friedhof, sag ich. Waren wir schon? Ihr seht, hier in der Ferne hängt ein weiterer. Die sind gar nicht so einfach zu finden mit der Pistole. Vor allem aber auch gar nicht so einfach zu treffen, wenn ihr seht, wie der gute Leon hier am Rumfuchteln ist. Weil ein gutes Zielhand hat er nicht. Ich glaube, das wird auch schlechter, wenn ihr verletzt seid, so wie ich das gerade bin. Ich sehe hier noch irgendwo eine. Hier ist auf jeden Fall noch eine. Da oben ist sie. Da hängt sie. Haben wir die Nummer 4. 7 haben wir gelesen in der Nachricht. Wenn wir hier reingucken, noch mehr Gegenstände.
Spinelle, Spinelle, viele, viele Spinellos. Und weitere Kohlen. Und ich meine, ich könnte jetzt natürlich schon... Vielleicht sollte ich sogar einfach mal eins meiner Heilungs-Items verwenden. Kratzen wir uns das hier. Wir haben natürlich auch die armen Hühner leider wieder verschrecken müssen. Springen wir hier mal runter. Und finden hier unseren ersten wertvollen Schatz im Spiel. Und zwar den Bierstein. Wertvolle Schätze, der Unterschied zwischen normalen Schätzen. Ich gehe mal hier hoch zu den Schlüsseln und Schätzen. Normale Schätze, wie zum Beispiel die Spinels oder der Perlenanhänger hier. Den kann man untersuchen. Seht ihr hier schön, guter Zustand. Sieht wertvoll aus. Das ist ein schönes Item. Ihr könntet auch einen verdreckten Perlenanhänger bekommen. Wenn ihr ihn in die Jauche runterschießt, dann ist der wesentlich weniger wert. Seltene Schätze wie hier der Bierstein hat 3 Aushöhlungen. Man weiß zwar jetzt noch nicht so ganz, wofür die gut sind, aber wir behalten das Ding erstmal im Hinterkopf und dann werden wir sehen, wofür das gut ist irgendwann mal. Schieben das mal hier zur Seite. Dann sind wir auch wieder hier. Wenn ich mich recht erinnere, hier geht's weiter. Ich will nochmal zurückgehen. Denn ich weiß, glaube ich, wo ich einen übersehen habe. Und zwar in diesem Haus hier. Wenn wir hier zurückgehen und dann nach oben schauen, dann finden wir... Hier hängt einer. Damit sind wir bei 6 von 7. Und der letzte ist natürlich der am einfachsten zu findende, nämlich der erste, an dem ich einfach ganz blind vorbeigerannt bin. Der hängt nämlich hier. Und auch ihn schießen wir herunter. Ich sage, und auch ihn schießen wir herunter. Boah, hör auf zu fuchteln, Leon. Und damit haben wir 7 von 15. Wir haben hier alle gefunden. Es hieß, bei 10 Stück passiert was Gutes. Ich sag's euch gleich, wenn ihr alle 15 findet, passiert euch sogar noch was Besseres. Und darum ist das natürlich mein Ziel, alle 15 einzusammeln. Ich gucke jetzt gerade nochmal so wegen den ganzen Hühnern, die hier rumgewuselt sind, ob die nicht vielleicht sogar nochmal ein Ei gelegt haben, aber ich denke mal nicht, da mir die meisten davon gedespawnt sind. Und langsam geht mir dieses Gehumple auf die Nerven. Wir werden jetzt einfach mal ganz gechillt nochmal so ein Ei essen. Dann packen wir mal die Muni hier rüber und ziehen weiter. Denn wie ich bereits gesagt habe, hier an der Stelle geht es weiter. Und wir öffnen die Tür. Und befinden uns an einem anderen Ort. Was haben wir hier? Diesen Wegweiser habe ich schon mal gesehen. Oh. Vorsicht hier. Könnt euch hier ein bisschen umsehen. Nee, hier sieht man es gar nicht. Da oben seht ihr 2 Leute. Die wir auch anschießen können. Ich mich recht. Ne, habe ich das nicht verhindert. Unser erstes Quicktime-Event. Wir müssen die Viereck-Taste hämmern, um zu rennen. Und später noch. X und Viereck gleichzeitig drücken, um dem Stein auszuweichen, damit wir nicht krepieren. Das haben wir gemacht. Jetzt gucke ich nochmal. Denn wir haben jetzt. Ihr hört, hier wirft einer nach was. Und zwar der da oben. Komm einen Schritt näher. Komm, fall runter. Der ist nicht runtergefallen, leider. Den anderen konnten wir runterschießen. Der da bleibt jetzt leider da oben liegen. Hat uns aber sowieso nichts gegeben. War also komplett sinnlos. Ich habe Munition verschwendet. Wuhu, Party. Gut, wir ziehen weiter. Ich dachte eigentlich, man könnte den Stein verhindern, aber das war dann dem wohl nicht so. Ihr seht, hier glänzt es an der Decke. Auch hier könnt ihr weiter mit gezielten Schüssen euch Spinels von der Decke holen. Immer aufmerksam sein. Es gibt eine Menge schöne Items zu finden. Sind so ein paar Fledermäuse, die könnt ihr auch töten, bringt euch aber nichts, die zermatschen nur und haben eine Kugel gefressen. Die gehen auch, ihr seht, die werden auch so aktiv und ihr könnt die messern, wenn ihr sie trefft, aber auch das bringt nichts. Ich habe einen zermatscht, yay! Das haben wir super gemacht, ne? Jetzt bin ich stolz auf mich, ich bin ekelhafter Massenmörder. Und ein weiterer Wegweiser, schon wieder. Und falls ihr es noch nicht kapiert habt, diese Wegweiser symbolisieren euch Gefahr. Ihr seht, hier hinten steht so ein Typ. Und der hat so eine Stange in der Hand. Und wenn ihr die trefft, das ist nicht ganz so leicht, aber den hat es jetzt natürlich nicht getroffen. Ich versuche den jetzt einfach wegzusnipern. Da macht es Bumm. Es hat Bumm gemacht. Und wir haben den Typen erledigt. Ihr seht, die haben Dynamitstangen in der Hand. Und wenn ihr das hinbekommt und gut seid im Zielen, da macht es Bumm. Und ihr habt gefährliche Leute ganz einfach ausgeschaltet. Vorsicht, hier liegen überall Bärenfallen. Und es macht Bumm, denn
Hier in diesem Gebäude sind noch weitere Leute mit Dynamitstangen. Und zwar hier. Vergiss es, mein Freund. Ich verhindere einfach, dass du deine Dynamitstange erzündest. Und wenn ich dich lange genug hinhalte, dann fällst du. Okay, ich dachte eigentlich, dass es irgendwann mal Bumm macht, weil er hat sein Dynamit ja doch gezündet. Aber scheinbar hat das dann doch nicht funktioniert. Was ich schon ziemlich interessant finde, er hält eine Dynamitstange in der Hand und die explodiert einfach nicht. Jetzt hat er uns hier eine kleine Bombe reingeworfen. Das ist ja hier voll nett. Und von wo denn? Der ist, glaube ich, hier um die Ecke, ne? Oh, 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 oh. Vorsicht. Müssen wir aufpassen. Ich war da mal gut drin. Ich konnte die mal in der Luft abschießen. Und habe mich da mal drüber gefreut, wenn das passiert. Wenn ich die Dynamitstange in der Luft zerschieße und ihn dann so schön zerreißt. Muss ein bisschen aufpassen, denn leider, da ich die jetzt alle getötet habe, muss ich die jetzt halt so aktivieren. Natürlich jetzt die Bärenfalle ignoriert, das ist ja toll, ne? Und hier klebt so eine Spinne an der Hand, an der Wand. Wenn ihr Spinnenphobie habt, dann... Ja gut, die sind ja so klein, ne? Die hier an der Wand hat es zerfleischt. Und ich glaube, damit haben wir auch hier alles erledigt. Jetzt gibt es hier noch den einen oder anderen Schatz zu finden. Und zwar, wenn wir nach oben sehen, habt ihr hier schon ein Vogelnest gesehen. Und es gibt immer mal wieder Vogelnester. Wenn ihr die abschießt, könnt ihr Gegenstände finden. Wie zum Beispiel diesen rotes Katzenauge. Dieses rote Katzenauge ist ein sehr, sehr interessantes Item, denn... Hier ist noch ein bisschen Kohle, ne? Dieses rote Katzenauge gehört zu den speziellen Schätzen, die wir vorhin gefunden haben. Das hier lässt sich... Man sieht hier, Markierungen am Stein liegen nahe, dass ein irgendetwas einst eingefasst war. Aber worin? Auf jeden Fall schöner Stein. Wir können den jetzt mit dem Bierstein kombinieren. Und ihr seht, wir haben jetzt einen Bierstein mit einem Stein drin. Schön, ne? Wichtig bei diesen Gegenständen ist, die werden wertvoller, je besser ihr sie zusammenfügt. Das heißt, bei diesen seltenen Schätzen wollt ihr unbedingt alle Einzelteile zusammenbasteln. Hier haben wir eine weitere Schreibmaschine. Ich weiß gerade nicht, ob ich die nicht sogar benutzen soll, damit wir nicht auf das gleiche Problem kommen wie beim letzten Mal. Wobei eigentlich war das nicht so wirklich ein Problem. Ich hatte eigentlich recht schnell wieder eine andere Speichermöglichkeit gefunden. Hier gibt es weitere Pistolenmunition. Und... Ja, nee, ich speichere jetzt nicht. Es geht auch so. Vorsicht, hier seht... Explosivi. Hier ist noch eine. Alles kein Problem. Dann finden wir hier noch ein grünes Kraut. Das nehmen wir natürlich auch direkt mal in Gewahrsam. Noch ein bisschen Kohle. Und wenn wir uns hier umsehen... Ah. Er hört das Klopfen, aber man würde nicht glauben, dass hier irgendwas ist, bis ihr an diesen Schrank hier geht. Den kann man zur Seite schieben, um einen Geheimgang zu erörtern. Dann seht ihr hier, ist ein großer Schrank. Nee, hier war nichts. Hier war sonst nichts. Wir können an den Schrank gehen, diesen überprüfen. Und dann ändern sich die Lichtverhältnisse, weil wir im Cutscene-Modus sind. Oldschool PS2. Hallo. Hihi. Ist erstmal hier befreit. Nee, der redet mit uns. In unserer amerikanischen englischen Sprache. Okay. I have only one very important question. Okay. You got a smoke? Ach, du wieder. Oh oh. Perfect. Oh oh. Zwei. The big cheese. What? Der große Käse? Heilige Scheiße, der ist wirklich groß und ein schöner Wikingerbart. Sind wir jetzt hier bei Vikings? Au. K.O. Und damit haben wir das erste Kapitel abgeschlossen. Wir haben eine Trefferquote von 85, das ist gar nicht mal so schlecht. 39 Gegner gekillt, nicht gestorben. Das freut mich jetzt natürlich auch und wir speichern erstmal direkt. Denn wir haben das erste Kapitel abgeschlossen. Wunderbar. Feeble humans, let us give you our power.
able to resist this intoxicating power. Hey. Hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Demore Amatai. Do something, cop! After you. Quicktime Event L2R2. Wenn ihr die Taste nicht drückt, dann habt ihr ein Problem, dann seid ihr nämlich tot. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Wunderbar. Ihr könnt jetzt hier auch nochmal den Typen, der liegt gar nicht mehr hier. Ich dachte, der liegt noch hier. Wie auch immer, wir krallen uns die Pistolenmunition und können uns hier noch so ein bisschen umsehen. Und der wohl bekannteste Charakter aus Resident Evil 4. Und ich bin großer Fan von dem Typen. Und wir finden hier ein neues Spielzeug. Und zwar Sturmgewehrmunition. Super interessant. Eigentlich ist es nämlich Scharfschützengewehrmunition. Hier wurde das Scharfschützengewehr mit Sturmgewehr übersetzt. Also da hat irgendeiner bei der Übersetzung komplett geschlafen. Wenn wir rausgehen, sehen wir. Ja, schön. Man sich so ein bisschen umsehen. Aha. Mal ein schönes Tal. Wieder eine Menge Leute, die auf uns warten. Und mit denen legen wir uns jetzt erstmal noch nicht an, denn dieser seltsame, in blau gekleidete Typ, der wohl meme-tastigste Charakter im ganz Resident Evil 4 ist, den wollen wir natürlich mal besuchen gehen. Wir folgen ihm einfach mal, denn er hat ja gesagt, wir sollen ihm folgen. Something that might interest you. Und zwar haben wir einen kleinen Exhibitionistenhändler. Good things on sale, stranger. Und er verkauft uns schöne Sachen und er sagt auch gerade hier nochmal, wegen den blauen Medaillen, die wir schon gesammelt haben. Komm zurück, wenn du 10 oder mehr getroffen hast.
Ich habe eine Spezialpistole, die du ausprobieren solltest. Wir können jetzt hier einige schöne Gegenstände kaufen, unter anderem Sturmgewehr, TMP, Zielfernrohre, Erste-Hilfe-Sprays. Diese hat er immer dann im Angebot, wenn ihr selbst keinen mehr besitzt. Also wenn euch die, also er wird euch immer wieder Heil-Items verkaufen. Das erste, was ich hier machen möchte, ist mir erstmal den Medium-Aktenkoffer kaufen. Dieser ist nämlich wesentlich größer. Ich brauche die eigentlich nie mehr, da ich mittlerweile weiß, wo die ganzen Schätze sind, aber ich kaufe die eigentlich immer wegen, ja, ich bin so ein bisschen Completionist, würde ich sagen. Ansonsten würde ich sagen, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit. Es gibt hier mehrere Waffen, die ihr kaufen könnt. Und ich bin eigentlich großer Fan der TMP. Ich möchte die für diesen Spieldurchlauf aber nicht kaufen, da diese nicht wirklich nützlich ist. Allerdings gibt es hier das Sturmgewehr. Und das muss unbedingt in meinen Vorrat. Denn diese Waffe, die wird uns so gute Dienste leisten. Denn das Ding hier, das ist so overpowered. Ich kann es mir leider nicht leisten, aber das können wir ändern. Wir gehen mal ein paar Gegenstände verkaufen. Und zwar haben wir unter anderem erstmal das Goldene Hühnerhai. Ihr könnt es natürlich verkaufen, aber ich behalte es lieber, denn es wird mir später noch gute Dienste leisten. Wir verkaufen unsere ganzen Spinels. Ja. Wir verkaufen diesen Schatz. Für 10.000 Peseten und den Bierstein behalten wir erstmal noch, denn den können wir noch weiter kombinieren. Und das erlaubt es uns jetzt auch noch, das Zielfernrohr für unser Scharfschützengewehr zu kaufen. Auch das nehmen wir mit und dann muss ich mal meinen Koffer wieder ein bisschen aufräumen. Den Rest lassen wir. Tunen möchte ich erstmal das werde ich erstmal tunen. Kapazität belassen wir erstmal so, wie sie ist. Und dann räumen wir mal ein bisschen auf, würde ich sagen. In erster Linie das Zeug hier gern unten. Ja, wobei. Wir haben hier ein paar Granaten, die kommen dahin. Habe ich jetzt natürlich. Ich will das Sturmgewehr hier hochkriegen. Ihr seht das. Ein bisschen Platz machen. Ich mach das mal so. Ihr könnt nämlich Gegenstände auch drehen. Ich bin so ein bisschen ordnungswütig, wenn es um Resident Evil geht. Ich bin im echten Leben nicht so ordentlich, aber im Spiel bin ich's. Dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Auch das hier muss auf jeden Fall geändert werden. Die belassen wir erstmal, wo sie ist. Dann würde ich sagen, das hier noch hier unten hin. Und gut ist, das müssen wir jetzt auch noch miteinander kombinieren. Jetzt haben wir nämlich auch ein Zielfernrohr auf der guten Sniper. Und wisst ihr was? Einfach nur, weil es besser aussieht, wird das mal umgedreht. Und dann sieht das alles wieder gut aus. Super. Schön aufgeräumt. Und jetzt kann ich krepieren, damit ich das alles nochmal machen muss. So, hier hinten gibt es noch ein paar Gegenstände. Und diese Sniper, die wird uns noch gute Dienste leisten, die wir uns gekauft haben. Es ist eine Repetierbüchse für die Leute, denen das gar nichts sagt. Ich rüste sie einfach mal aus. Das Problem bei einer Repetierbüchse ist, ihr habt immer nur einen Schuss quasi. Aber für eine Sniper ist das auch gar nicht so schlecht. Wir zielen jetzt einfach mal und ihr seht, da oben ist einer. Da oben war noch einer. Wo haben wir denn Leute? Und dann wisst ihr was, ich will die Leute nicht zu weit weg erschießen. Hallo. Headshot. Ihr seht, es wird kurz nachgeladen, bevor der nächste Schuss kommt. Und das kann natürlich, wenn ihr nicht gut seid und der in einen Schuss nicht und nicht darauf achtet, dass der eine Schuss gut gesetzt ist. Übrigens, es hat einen Grund, warum ich die Sniper jetzt gerade verschieße. Wir haben noch einen Schuss. Denn ich möchte meine Schüsse gut nutzen. Wir hätten hier hinten den Typen. Ich versuche jetzt, dass der. Ich will, dass der zu mir herkommt. Dass der immer näher kommt. Mit seiner Ballerei. Jetzt habe ich den nämlich runtergeschossen. Das wollte ich verhindern. Au, du Sau. Aber auch schön getroffen, ne? Vergiss es, mein Freund. Das ist super. Der hat sich jetzt nämlich gerade selbst umgebracht. Auch er hier wird sich selbst umbringen. Wunderbar.
Haben wir wieder einen erledigt? Au! Okay, wir müssen mal was machen. Erstmal Shotgun. Zweitens würde ich mal sagen, ich benutze die Sondermischung, um uns mal voll zu heilen. Und dann will ich hier mal looten gehen, bevor das Zeug verschwindet. Und ich denke mal, das bietet sich an, mal so ein bisschen Leute zu verbrennen. Au! Und da haben wir unser erstes Abschüttel-Event. Auch schön hinter uns gebracht. Der hat's auch hinter sich. Boah, wie die alle gerade krepieren, ne? Headshot. Da kommt schon der nächste. Und hat wieder einen meiner Freunde getötet. Das ist aber nett von dir. Was machen wir? Ich benutze mal das Ei hier. Ich lasse die weiter zu mir kommen. Das hat nämlich, wie gesagt, einfach den Vorteil, wenn die zu mir kommen, bringen die sie nämlich auch gerne selber um. Vor allem will ich nicht, dass die runterfallen, denn wenn die runterfallen, dann kriege ich keinen Loot von denen. Wenn sie sich aber selbst in die Luft jagen, dann kann ich die immer schön looten. Und da kommen auch schon die Nächsten auf mich zu. Wir füllen mal wieder Energie. Energie sag ich auf. Au, du Sau. Boah, du. Jetzt aber, ne? Ich verkacke hier gerade richtig. Das ist ja unnötig. Ich krieg zu viel. Beide tot, wunderbar. Looten, looten, looten. Wir haben jetzt schon, es hat sich jetzt doch schon einiges getan und wir haben ein bisschen aufgeräumt. Ich würde mal sagen, wir gehen nochmal zurück. Gut, vor allem schon gut Heil-Items verschwendet. Was wir jetzt tun, ist nochmal mit dem Händler reden. Denn eine weitere Möglichkeit, um Munition zu sparen, ist, ihr seht, könnt ihr die Kapazität von 5 auf 7 Schüssen erhöhen. Ich kaufe mir das. Und das Coole an der Sache ist, wir haben gerade 7 neue Schuss komplett kostenfrei bekommen. Ja, was heißt kostenfrei, ne? Für das Upgraden. Aber diesen Schuss würdet ihr verlieren, wenn ihr einfach nur so quasi das Upgrade kauft. Und das wäre ja doch schade drum. Und dementsprechend ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine gute Idee, die Schuss zu verbrauchen, bevor ihr steht einer. Der soll zu mir kommen. Okay, der kommt nicht zu mir. Hinter mir. Wow, wo kam denn der her? Da sind Leute hinter mir aufgetaucht. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass die herkommen. Erstmal ihn hier ein bisschen anschießen. Oh oh. Nee, ich muss was machen. Jetzt habe ich natürlich keine Schuss mehr. In meiner Shotgun. Und ich kann es jetzt natürlich nicht so nachladen. Immer eine gute Möglichkeit, einfach zu headshotten. Müssen mal wieder heilen. Denn damit könnt ihr die ganzen Leute umtreten. Damit sind zwei umgeklatscht. Der kriegt einen Tritt ins Gesicht. Damit sind auch die erledigt und wir sammeln weitere Sturmgewehrmunition. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wo die herkamen. Ich wollte nämlich eigentlich das Fass hier benutzen. Da kommen mehr Leute. Ich demonstriere das jetzt einfach mal. Hat auch ihn erwischt.
ihn erwischt. Danke, dass du darüber geklettert bist, übrigens, du Vollpfosten. Und wir schnappen uns hier das erste Wappen. Wir müssen 7 Wappen finden und dann können wir unsere Digi... Ah, nee, Moment, falsch. Gehen hier wieder runter und wir sehen, hier kommen mehr Leute auf uns zu. Weitere Muni. Müssen wir ein bisschen aufpassen, denn... Ich will jetzt mal die hier nachladen. Geschafft. Das war gut. Nicht geplant, aber es war gut. Ach Gott, da kommen die nächsten. Er ist tot. Digger ist auch tot. War's das jetzt mal? Ja, das war's mal. Würde ich mal sagen, gehen wir nochmal zurück, denn die Zeit sagt, die Zeit heilt leider nicht alle Wunden, aber die Zeit sagt, wir sollten auf jeden Fall nochmal zurückgehen, denn hier war auch eine wunderbare Schreibmaschine, die es uns erlaubt, den Part zu beenden, denn ich werde hier abspeichern und wir werden dann beim nächsten Mal den Rest des Tales erkunden und dann hier weiterziehen und dann werde ich mich weiter blamieren. Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao Leute, euer Tridi.